Hallo, mein Name ist Schmidt Christian und ich bin dein Immobilien- und Finanzcoach. Herzlich willkommen bei uns auf der Baustelle. Das, was ihr hier hinten seht, ist Chemnitz. Und das, was ihr hier seht, ist eines der Bauprojekte, die wir aktuell betreuen bzw. verkaufen. Und ich nehme euch jetzt mit auf die Baustelle. Der Wohnungen, die hat einen Rohbauzustand, bedeutet die Elektrik, die wurde schon gemacht hier und der Estrich ist auch schon drin. Jetzt geht es noch an Details, das heißt der Eigentümer, wenn der sich jetzt irgendwas gewünscht hat, er würde gerne noch was verkoffert haben, er möchte gerne eine Abtrennung haben für eine Küche oder sowas, dann wird es noch realisiert. Das Objekt befindet sich im Denkmalschutz und eine Auflage des Denkmalschutzes war es, dass man die Fenster Richtung Straße müssen Holzfenster sein. Viele Leute haben immer ein bisschen Angst vor dem Thema Denkmalschutz. Also ich freue mich da immer wahnsinnig, weil ich mich da natürlich sehr, sehr gut auskenne. Und man hat natürlich ein paar steuerliche Vorteile. Es gibt Möglichkeiten, günstige Kredite zu bekommen. Und man erhält natürlich was, was es schon sehr, sehr lange gibt. Und ich habe dafür einen wahnsinnigen Spleen entwickelt. Also mir gefällt es total, im Bestand zu bauen und die alten Gebäude wieder ins Leben zurückzurufen. Ich würde gerne auch mal einen der Bauarbeiter interviewen, um noch ein bisschen auf die Details einzugehen. Schreibt es einfach in die Kommentare rein, was euch interessiert. Wir haben hier fast alle Bauarbeiter auf der Baustelle. Da ist der Trockenbauer, Fliesenleger, Heizungsbauer, Dachdeckermeister, der Estrich. Liga, das sind ganz viele Gewerke dabei und vielleicht habt ihr eine Frage dazu und ich würde den Menschen gerne für euch interviewen. Nächste Auflage des Denkmalschutzes war das Geländer. Und das Geländer und Treppenhaus soll einfach wieder in den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt werden. Es wird sauber gemacht, es wird gereinigt und es wird mit den Farben wieder bestrichen, so wie es früher mal war. Man sieht hier ja noch Farbrückstände, auch hier oder hier. Und die versucht man einfach nochmal anzumischen und wieder schön zu machen. Wie sowas aussieht, zeige ich euch dann mal drüben in dem Haus, was schon fertig ist. Alle Häuser auf der Maximilian-Residenz haben auch einen Aufzug. Und in dem Fall hier, das ist Haus 9, ist es was ganz Besonderes, denn der hat einen Aufzug, der von außen begehbar sein wird. Das heißt, die Leute gehen dann praktisch hier hin und fahren mit dem Aufzug in die jeweilige Etage. Diese Türen wurden auch erhalten. Da wurden Fenster ausgetauscht, die bereits defekt waren. Die Farben wurden neu aufgebracht und Scharniere erneuert, wenn sie denn defekt waren. Das war auch eine Auflage vom Denkmalschutz. Das ist jetzt eins der Treppenhäuser. Das ist das Haus 13. Da sind wir schon ziemlich weit, beziehungsweise die Bauarbeiter sind schon ziemlich weit. Das heißt, das Treppenhaus ist schon fast fertig. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir noch ein paar Fragen dazu stellen. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was euch im Detail noch mal ein bisschen interessieren würde. Dann kann ich da noch mal drauf eingehen. Aktuell ist es so, dass dieses Objekt seit knapp 1,5 Jahren gebaut wird
und es wird Ende nächsten Jahres komplett fertiggestellt. Es sind 12.000 Quadratmeter Wohnfläche. Das Verkaufsvolumen liegt so bei knapp 25, 30 Millionen Euro. Und es werden so um die 160 Wohnungen, die teils verkauft oder eben vermietet werden. Ich wünsche euch auf dem YouTube-Kanal viel Spaß. Bis dahin, euer Schmidt Christian.